Zeit stehlen, auch die eigene Zeit stehlen, Lebenszeit umbringen, wie sagt man, Zeit umbringen mit absolutem Stumpfsinn. Das ist Stumpfsinn. Absoluter Stumpfsinn. Wie verbringst du deine Zeit so, wenn du ja, das, nicht wieso soll ich denn mir das sagen? Ich bin eigentlich bei einem Verhör. Wieso muss ich dir dann Auskünfte geben? Willst du doch noch wissen, wie lange ich pinkle oder wie oft ich aufs Klo gehe? Manche pinkeln ganz lange, manche gehen oft aufs Klo. Du willst das alles wissen? Nee, das will ich nicht wissen. Na, es würde mich gar nicht genieren, aber ich sag's dir nicht. Ich meine, ich könnte sagen, du oder jemand stiehlt meine Zeit. Das ist meine Zeit. Das tue ich auch. Ja gut, kommt nur darauf an, wann ich dich dabei ertappe. Ich ertappe dich dauernd dabei. Dauernd. Ich war so schnell, als ich früher geklaut habe, als kleiner Junge, dass mich keiner ertappen könnte. Du bist nicht besonders clever beim Klauen. Ich kann gar nicht klauen. Ich habe ihn außerdem nur geklaut, um was zu essen zu kriegen. Also bis heute noch und nicht bekommen. Hab ich deshalb deine Mutter Känguru genannt? Weil du... So was Doris. Sie spricht von... Du bist richtig penetrant, wenn du das Wort verstehst. Du hast angeblich das Buch gelesen, das würdest du dann nicht sagen. Und grinst dabei noch. Ich soll dir jetzt erklären, was du gelesen hast. Du bist nicht normal. Wie soll ich dir erklären, was du gelesen hast? Komm, und die andere Tour, komm, halt das mal. Die andere Tour, damit du nicht immer quatscht. Dass du mir ins Wort fällst, sind deine Redakteure, denn du bist ja engagiert irgendwo. Sind die damit zufrieden? Sagen die, Gott sei Dank haben sie es gemacht, oder sagen sie, machen sie das nicht das noch einmal, sonst bekommen sie aus dem Mann, von dem wir was wissen wollen, nichts mehr heraus. Ich meine, kriegst du jetzt, bist du deswegen gefeuert, oder sagt der, bitte eine Verwarnung, oder ist er froh darüber? Ist er froh darüber? Muss ich mal sehen. Na, das du machst zum ersten Mal, benimmst du dich so dämlich, speziell bei mir, oder hast du es vorher auch schon gemacht? Wenn er froh darüber ist, dann wirst du morgen früh gefeuert. Da ist noch eine Hoffnung. Oder verwarnt er dich. Mal sehen. Wir müssen das mal sehen. Ich meine, das hat eine Grenze. Ich weiß, du bist jetzt wunderbar. Du bist jetzt. Da kann man ja doch mal weiter. Ja, wieder gestern. Wir haben es im Kasten. Weißt du, er hat sich aufgeregt. Ich habe mich gar nicht aufgeregt. Ich rede eigentlich hier nur, damit ihr nur endlich begreift, mich in Ruhe zu lassen. Okay?